duftender Lebkuchen aus dem Ofen. Hausgemachte Klöße mit Gänsebraten oder Roulade. Im südlichen Odenwald, im Mossautal, ist es im Advent besonders gemütlich. Die alte Kirche von Gütersbach. Viele Advents- und Weihnachtslieder sind hier schon angestimmt worden. Ein Weihnachtslied mit Saxophon, ganz für sich und für seine Freunde. Bastian Fiebig aus Frankfurt liebt diese besondere Stimmung in der kleinen Kirche. In den Adventstagen kommt Bastian gern hierher, in die stille Welt der letzten Wochen im Jahr. Im normalen Leben in Frankfurt ist Bastian Fiebig Leiter der Genussakademie. Ein Beruf mit viel Stress und wenig Zeit. Es spricht sich schnell herum im Dorf, dass der Bastian gerade wieder da ist. Mit seiner Frau Tine. Und dass er sein Saxophon mitgebracht hat. Nach dem Besuch der Kirche gehen Bastian und Tine noch hinunter ins kleine gelbe Haus am Bach zu ihrem langjährigen Freund Peter, der im Sommer den Schwimmbadkiosk betreibt. Mit dem Wasser hat's der Peter. Aber das hier ist nur der kleine Bach am Haus, der im Winter zugeeist ist und an dem Hund Kira besondere Freude macht. Aber jetzt schnell rein ins Warme. Für Tine und Bastian hat Peter ganz privat Lebkuchen gebacken. Na, seltene Gäste. Und das ist Grit, Peters Lebensgefährtin. So, setzt euch bitte. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr kennt's ja. Na? Okay. Ja, und das ist Peters fantastischer Lebkuchen. Eigenes Rezept. Das ist ein Honiglebkuchen. Aus Reigelsheim kommt er. Und ich habe noch mit Dinkelmehl habe ich das gemacht. Natürlich. Ein großes. Und der schmeckt auch gut. Das erste Stück ist für den Leiter der Genussakademie. Oh, das ist der absolute Wahnsinn. Also sowas Gutes habe ich wirklich, ich bin jetzt echt ehrlich, eigentlich noch nie gegessen. Der ist leicht und diese Honignote, die kommt wirklich durch. Das Rezept, das hätte ich gern. Ich halte mir nie an ein Rezept, sondern probiere ich einfach mal was aus. Natürlich das mal dazu, natürlich das mal dazu, lass vielleicht das ein bisschen mehr weg. Und dann plötzlich entsteht sowas. Mit dem Verraten von Rezepten ist Peter großzügig. Der ist wirklich lecker. Das ist der beste Lebkuchen, den du je gemacht hast. Genießt es. Und das sind die Zutaten. Vollkorn-Dinkelmehl, Waldhonig, Backpulver, gemahlene Haselnüsse, Lebkuchengewürz, eingeweichte Rosinen, gestiftete Mandeln und halbe Walnüsse. Außerdem Zitronat und Orangeat. Als Fett Butter. Und dann noch Zimt und gemahlene Nelken. Zuerst die geriebenen Haselnüsse zum Vollkornmehl geben. Dann kommt das Lebkuchengewürz dazu. Außerdem das Backpulver. Dazu Zimt und gemahlene Nelken. Orangeat und Zitronat. Und nun erstmal alles mit einem Kochlöffel grob verrühren. Fürs feine Mischen nimmt Peter Rehse dann seine Küchenmaschine. Im Endeffekt einfach, dass es sauber vermischt wird. Gerade beim Lebkuchen, findet er, muss alles perfekt gemischt sein. Der nächste Schritt, den flüssigen Honig erwärmen. Wie gesagt, ein guter Waldhonig aus dem Nachbarort. Kommt die Butter dazu? So, wir lassen den Honig und die Butter einfach verlaufen. Soll nicht zu heiß werden, aber so, dass die Butter mit dem Honig dann vermischt wird. Sieht man schon, wie das schon langsam verläuft. Das geht so schnell. Was ganz wichtig ist, dass es nicht anfängt zu kochen. Deshalb bleibt Peter natürlich auch am Herd stehen, bis sich alles vermischt hat. Er ist überhaupt am allerliebsten in der hübschen Küche, die er selbst gebaut und gestaltet hat. Peter ist Malermeister und sein kleines Haus ist eine tägliche Herausforderung für ihn. Und dann soll es einfach noch abkühlen. Ja, wenn das gemacht wird, wird es abkühlen lassen. Deckel drauf. So, das stellen wir draußen. Und draußen ist kühl genug.
wie man so schön sagt, einen russischen Kühlschrank. Ein Haus ist wie ein Hund, will gepflegt und geliebt werden. So, die stellen wir mal auf den Boden hier. Peter und Grit lieben dieses Fleckchen Erde. Und die Vorgängerin von Hund Kira, die verstorbene Hündin Lucky, hat hier im Garten sogar ein besonderes Denkmal gesetzt bekommen. Den Diskuswerfer, dem Grit in der Weihnachtszeit eine passende Mütze aufsetzt. Natur, Tiere, Stille und Nähe, das ist es, was auch die Freunde aus der Stadt, Bastian und Tine, immer wieder herführt in das kleine gelbe Haus in Gütersbach. Die Quelle, die unter der Kirche entspringt, soll fruchtbare Wirkung haben. Und es gibt noch einen wichtigen Ort hier in Gütersbach. Das Schwimmbad, das jetzt in winterlicher Stille daliegt und im Sommer eine Riesenattraktion ist. Denn welcher kleine Ort hat schon ein 25-Meter-Becken, wettkampftauglich? Und noch dazu einen Kiosk, der von einem Hobbykoch geführt wird. Und selbst im Winter sagen die Frankfurter, guck mal da, im gelben Haus, da wohnt der, den besten Kochkäse macht. Aber jetzt im Winter ist natürlich keine Kochkäsezeit, sondern jetzt geht's weiter mit dem Lebkuchen. Mit der verlaufenden Buttermilch hier rein. Hier kommt die abgekühlte Honigbuttermasse in das Gemisch aus Mehl und Gewürzen. So. Und da wird es einfach danach mit vermengt. Also. Jetzt aber erst noch Eier aufschlagen. Peter braucht nur das Eigelb. Die Eigelbe mischt er mit süßer Sahne. Eigelbe und Sahne werden dann mit einem Schneebesen aufgeschlagen. Und nun ab in die Küchenmaschine. So, jetzt kommt die Sahne mit den Eiern auch gerade wieder zu. Das war's. So, jetzt fahren wir den langsam an. Peter liebt seine Küchenmaschine. Darin macht er übrigens auch seinen Kochkäse. Feste Masse. So muss der Lebkuchenteig sein. Schwer und klebrig. Und er muss so circa 2 Stunden muss der gehen. Ja. Wenn er 2 Stunden gegangen ist, kommt er auf das Backpapier. Den mal ein bisschen nass machen. Weil der Teig so klebrig ist, den Löffel immer wieder in Wasser tauchen. Und dann werden die einzelnen Teigportionen noch auf dem Blech mit Backpapier gleichmäßig ausgestrichen. Und dann wird es glatt gestrichen. So, Rosinen als erstes. Jetzt der Belag. So ein bisschen aufgestreut. Rosinen. Dann kann man ruhig ein bisschen mehr drauf geben. Auch. Dann haben wir die gestifteten Mandeln. Das macht es ja erst so richtig lecker, gell? Ja, aber hallo. Und dann mit dem Löffel festklopfen. Gerade wenn die aufgestreut werden, die Rosinen, dann liegen die so ganz flach oben auf. Und so bin ich mir sicher, dass komplett alles in den Teig mit eingedrückt ist. Und dann fällt es auch nicht runter. Und dann nehmen wir die Walnusshälften. Die können wir so ein bisschen verteilen, sodass es einfach eine schöne... So, dass sie nach oben stehen. Das ist ein bisschen Friemelei. Und damit ist das Blech mit Lebkuchenteig fertig für den Ofen. 20 Minuten bei 160 Grad. So, jetzt stellen wir die Uhr ein auf 20. Es duftet köstlich in der Küche. Und Kira bewacht den Ofen. Advent ist eine wundervolle Zeit. Nun fehlt nur noch die flüssige Schokolade. Jetzt wird die Schokoglasur aufgetragen. Und jetzt würden im Endeffekt noch die oberen Teile, die Nüsse, noch ein bisschen festgehalten, dass die nicht runterfallen. Fürs Aufstreichen nimmt Malermeister Peter einen kleinen neuen Malerpinsel. Das hat ja jetzt mit dem Beruf zu tun, ne? Ja, oder? Mehr oder weniger, das Auftragen so ein bisschen, ja. Aber so diese malerische. Ja, ja, das ist in diesem Advent nicht das erste Blechlebkuchen, das Peter gebacken hat. Denn im kleinen gelben Haus haben Grit und er gerne Gäste. Es hat sich ja herumgesprochen, dass Bastian und Tina aus Frankfurt da sind. Ach,
Ernst ist der Bademeister vom Schwimmbad und gehört auch zum Freundeskreis hier in Gütersbach. Natürlich soll er gleich den frischen Lebkuchen probieren. Ernst hat, so findet Bastian, das größte Stück verdient. Ernst fängt klein an. Er hat schließlich ihn und Tine bei ihrem ersten Besuch in Gütersbach mit offenen Armen aufgenommen. Inzwischen kommen die beiden Frankfurter oft in den Ferien hierher. Und oft auch, wie jetzt am Wochenende. Überall willkommen zu sein, zu hören, kommen im Platz, iss und trink mit uns. Wo gibt's das schon in der Stadt? Und so groß die Lebkuchenstücke sind, so klein und überschaubar ist manches andere. An den Treppen zur Kirche in Gütersbach wird jedes Jahr derselbe Stern aufgehängt. Aber wo ein Platz schön ist, findet Peter, da braucht's nicht viel Dekoration. Für ihn ist Gütersbach der schönste Ort der Welt. Ich habe in Bayern gewohnt, ich war in Hamburg oben gewohnt. Gibt's auch Wälder, aber das ist nicht der Odenwald. Ist so. Ja? Das ganze, die ganze Kombination eigentlich, die dazugehört. Das Essen hier, die Leute hier, das ist einfach, da kommt man einfach ganz anders irgendwie zurecht. Das ist es, ja. Ich würde hier nie mehr weggehen aus dem Odenwald. Warum? Vor allem aus diesem wunderschönen Mosautal, weil ich bin in der Stadt geboren. Ich komme aus Eberstadt bei Darmstadt. Die nennen sich Gasehenker. So wie die Darmstädter Heuner sind, die Bessunger sind Lapping, sind die Eberstädter Gasehenker. Wenn man jetzt so aus der Stadt kommt, ins Mosautal, ja. Was ist da so der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass man bei diesen Leuten hier, die ich als erstes kennengelernt habe, die nehmen einen sofort auf. Egal wo man hinkommt. Man wird sofort auch an den Tisch gebeten, ob das am Stammtisch ist, in der Kneipe oder sonst wo. Man wird sofort aufgenommen. Und es sind keine Schranken da. Es wird alles offen gesprochen. Bis ins Familiäre sogar. Drei Gaststätten hat Gütersbach, darunter den alten goldenen Löwen. Da sind Bastian und Tine Stammgäste. Das ist was Tolles. Und also was der Ernst da sagt, das haben wir hier, das erleben wir eigentlich seit Jahren und bald Jahrzehnten, dass wir hierher kommen und das Gefühl haben, dass wir eben nicht so typische Feriengäste sind, sondern man gewinnt sofort Freunde. Und wie man ja jetzt sieht, also Peter habe ich auch im Schwimmbad kennengelernt. Der Herr, der gerade so entspannt gesprochen hat, ist der Bademeister dort im Sommer und sorgt einfach auch dafür, dass da sofort Gemeinschaft entsteht. Das ist einfach der Hammer. Also sowas kenne ich aus anderen Regionen Deutschlands überhaupt nicht. Auch Peters Freundin Grit kommt nicht aus Gütersbach. Ich bin nicht aus dem Odenwald, ich komme aus Thüringen. Und wir sind noch vor der Mauer hergekommen und hatten Verwandte im Odenwald und sind da auch hängen geblieben dann. Ich finde den Odenwald vergleichbar irgendwie ein bisschen mit Thüringen. Mhm. Und deswegen fühle ich mich hier so zu Hause. Und auch die Natur, die ist einfach wunderschön. Den Winter liebt Bastian besonders, wenn die Natur ganz still atmet und für sich ist. Jetzt ist die Zeit der zarten Farben, der filigranen Formen. Und weil Bastian leidenschaftlich gerne Musik macht, fühlt er sich hier sehr inspiriert und spielt gern eigene Variationen in der alten Kirche. Und danach gibt's zum Aufwärmen beim Peter einen heißen Adventstee. Den kräftigen Sud mischt Peter Rehse ebenso nach eigener Fantasie und Idee. Wundert euch nicht, dass er nur halb voll ist, ihr kriegt schon mehr. Das sind Produkte, ich fahre sehr gerne in die Türkei. Da hole ich mir immer die Produkte von unten, das sind ganz frische Produkte. Und da habe ich meine spezielle Läden, wo ich hingehe. Ja. Und die stellt mir immer so ein bisschen was zusammen. So kleine Kräuterhexe, so türkisch. Und das ist immer ganz nett, was die zusammenstellt. So, also die Grundsubstanz des Tees ist erst einmal den türkischen Chai. Dann kommt dazu Zimt, der wird gemahlen. Also ich nehme den frischen Zimt, den mahle ich. Dann kommt der Salbei mit dazu. Man nennt das auch in der Türkei Adar Chai. Dann sind die Rosenblätter und der Lavendel. Also ich mache den Tee in diesem Aufgussteil sozusagen. Da ist ein Sieb mit dabei,
Und dann wird dieser Teesud hier vorbereitet. Also dazu muss man ein heißes Wasser dazu haben, sodass man diesen Sud verdünnen kann. Sonst schmeckt er zu bitter. Und das ist ein richtiger Weihnachtstee, gell? Das ist ein richtiger Weihnachtstee. Also ich nenne den Weihnachtstee, das habe ich mir selbst, die Mischung habe ich mir selbst zusammengestellt. Und, aber es schmeckt einfach dadurch, dass eben diese Gewürze mit drin sind, schmeckt er einfach weihnachtlich. Machen wir erstmal von dem türkischen Chai. Mache ich immer so als Grundlage 5 Löffel. Packe ich den mal rein. So. Danach packe ich von dem Salbei. Einfach, das ist nur ein getrockneter Salbei. Und der hat einen unheimlichen Geruch. Das ist ölig, da ist Wahnsinn. Und das ist einfach eine Substanz, die passt einfach zu diesem weihnachtlichen Grundrezept sozusagen von dem Tee. Aber der kann man nicht selber aus dem Garten nehmen, oder? Ja, doch, das geht schon. Nur ich habe es noch nicht mit dem probiert. Weil dieser getrocknete Salbei, das ist wilder Salbei, ja, und der hat unheimlich viel ätherische Öle in sich. Und das merkt man dann nachher, wenn der aufgebrüht ist, wie der schmeckt. Dann nehmen wir ein paar Rosenblätter. Das sind getrocknete Rosenblätter, sind das. Ne? Okay. Dann nehmen wir auch so 2 Teelöffel. Einfach mit oben drauf. Ja. So. So. Nächstes nehmen wir ein bisschen Lavendel. Das ist halt alles getrocknet. Die sind einfach aus der wilden Region gesammelt. Ja. Und die kriegt man bei uns gar nicht so, wie die hier angeboten werden. Ja. So, als nächstes nehmen wir die Zimtstange. Das sind komplette Zimtstange. Und die zerkleine ich erstmal im Mörser, die werden erstmal ein bisschen zertrümmert. Und danach packe ich diese Trümmer in die Kaffeemaschine. Ich habe da eine Kaffeemaschine umgebaut und dann kann ich die schön klein mahlen. Und die sind sowas von intensiv danach, weil die eben frisch gemahlen sind. Ja, das ist anders, wenn ich da irgendwie einen Pulver nehme. Das wird ganz anders. Der kommt ganz anders raus, der Geschmack. Und das merkt man dann auch, wenn man den Tee aufgegossen hat. Oh, das ist ja wunderbar. Ha? Das passiert, wenn das zerkleinert, zertrümmert ist. Und wenn die jetzt nochmal zerkleinert sind, also wenn die nochmal gemahlen sind, dann ist es noch extremer. Das ist aber wirklich das ist ganz anders, als man es noch. Ja, natürlich. Man muss vorstellen, wie lange dieses Pulver in diesen Gläschen drin steht, bis es erstmal verkauft wird. Ja, ja. Da ist kein Aroma mehr drin. Wie gesagt, das sind große Säcke, die dort angeboten werden. Und da kriegst du die Zimtstangen, die sind teilweise einen halben Meter lang. Okay. Das ist halt blöd, im Flugzeug so groß zu transportieren. Ich habe da was mitgebracht. Genau. Ja, ich habe das. Das muss jetzt nach Deutschland hier. Ja, da mal. Der selbstgemahlene Zimt kommt nun auch in die Teekanne. In die Zutaten mit rein. So, als nächstes nehme ich so 5 von den Nelken. Dann kommt noch ein bisschen Vanilleschote dazu. Und so ein Viertel packe ich da mal rein. Die Vanille kann man am besten mit der Schere ein bisschen zerkleinern, damit das Aroma auch richtig zur Geltung kommt. So. So, Viertel von der Schote ungefähr, das reicht. So, und dann wird es mit heißes Wasser einfach drüber gebrüht. Was halt ist, jetzt muss es ein bisschen ziehen. Und das gibt dann im Endeffekt der Sud. Und der ist so extrem, dass man den einfach mit Wasser vermischen muss. Peter rechnet 2 Drittel Sud und 1 Drittel heißes Wasser. 1001 Weihnacht, ganz genau. Doch, oder? Keiner hat's eilig. Nee, wenn du mal mit der Tasse so. Und auch Bademeister Ernst hat viel Zeit. Da kommt das raus, was du eben gesagt hast. Ja. Der Zimt. Seit wann sie sich kennen? Ach, die Buben und das Mädel haben wir kennengelernt, weil wir ganz klassisch heutzutage im Internet gesucht haben. Wir haben ja nun Nachwuchs und der war vor, ich glaube mittlerweile 9 Jahren, genau im passenden Alter für Urlaub auf dem Bauernhof. Und das hatten wir vorher schon ein paar Mal gemacht. Aber wir dachten, ja, mal andere Regionen, was anderes gucken. Und dann sind wir hier eingefallen, haben uns bei den Christmanns, Ferienhof Christmann eingecheckt. Und irgendwie hat es Quatsch gemacht und seitdem kommen wir auch immer wieder her. Ja. Hier findet man eben Freunde und nicht nur Menschen, die einen bewirten. Ja, das man braucht so eine Heimat, ne? Ja, ganz dringend. Das sucht man ja auch, wenn man den ganzen Tag am Rödeln und am Machen und Schaffen ist. Dann sucht man einfach mal eben nicht nur das einsame Erlebnis irgendeines Strandes auf den Malediven, ja, sondern man sucht nette Menschen, mit denen man Spaß haben kann. Und dann kommen Ernst, Peter und Grit auch noch hinüber in die Kirche, um sich vom Saxophon in den Advent einstimmen zu lassen. Privatkonzert.
Martine darf die Kerzen am Altar anmachen. Der Bademeister ist im Kirchenchor und gibt die Erlaubnis. Bastians Konzerte sind sonst viel größer. Aber so etwas gefällt ihm besonders. Es ist etwas fürs Herz, auch fürs eigene. Inzwischen ist es Abend geworden in Gütersbach. Draußen über den Wiesen, den Hecken, den Wäldern kommt die Nacht. Diese Bilder nimmt Bastian mit, wenn er nachher wieder nach Frankfurt fährt, wo morgen wieder das Büro, der Stress und das Arbeitsteam auf ihn warten. Manchmal aber am Wochenende bleibt er mit Tine einfach im Odenwald. Am Abend kann man hier sehr gut essen, auch in der weiteren Umgebung. Erbach und Michelstadt sind nicht weit. Und Reichelsheim mit dem Schwanen, der als Familienbetrieb von Familie Treusch geführt wird. Hier kann man nicht nur lecker essen, sondern auch interessante Kochkurse besuchen. In der Adventszeit stehen natürlich Ente und Gans auf der Speisekarte und auf dem Programm dieser Kochkurse. Gerade wenn das Restaurant noch ganz still scheint, geht's in der Küche heiß her. Heute hat Armin Treusch ein Weihnachtsmenü auf dem Programm. Das hier sind gebratene Lebkuchenscheiben, die zu einer Schokoladenterrine mit Walnüssen dekoriert werden. Also ein gutes Gelingen. Dazu gibt es gedämpfte Birnen in Wein und Gewürzen. Der Optik wegen wie Fächer aufgeschnitten. Alle Rezepte zum Mitnehmen und so gezeigt und praktiziert, dass es jeder zu Hause nachkochen kann. Das hier ist bereits das Dessert, aber ganz wichtig ist zuvor der Hauptgang. Gefüllte Gans mit Apfelstücken und Maronen. Wir nehmen die jetzt mal und schmeißen sie jetzt gerade mal ins kochende Wasser. Armin Treusch erklärt jeden Schritt. So, hier sind die jetzt. Die sind jetzt noch etwas warm. Heiß, ja. Nach dem Kochen müssen die Maronen geschält werden. Aber hier sieht man, dass die Schale gut abgeht. Diese frisch geschälten Maronen schmecken natürlich am besten. Sie kommen dann mit den Apfelstücken zusammen in die Gans als Füllung. Eine ganz einfache, aber immer noch geniale Füllung, die den Geschmack des Fleisches am besten unterstützt. Und nun ganz wichtig, gut zunähen. So in den Bauchraum dann bleibt, um dann das Aroma weiterzugeben. Und stich das einfach so durch. Und vor dem Braten muss noch das Fett angeschnitten werden. Und hier schneide ich einfach die Haut ein bisschen ein. Hier sieht man schon das Fett. Ja? Dass das Fett ein bisschen besser austreten kann. Die Gans wird jetzt erstmal quasi gedämpft. Die bleibt jetzt so eine Stunde, anderthalb Stunden im Wasserdampf, sodass auch die Haut schön weich gedämpft wird von außen. 180 Grad, also ich fange gerne mit 180 Grad an. Dann machen wir die Türenspalt auf, das heißt, es kommt ein Löffel rein, dass der Dampf abziehen kann. Und dann verdunstet das Wasser und damit wird eigentlich dann die Gans knusprig. So gelingt die Gans perfekt. Wenn man die Gans gut brät und dann ist sie nicht mehr fett wie jetzt eine Bratwurst. Deshalb ist das Handling von dem Braten wichtig, dass man möglichst das Fett ausbrät. Und zwar nicht so, dass es jetzt einfach nur rausläuft, sondern dass es auch seinen Sinn und Zweck erfüllt. Zum Schluss wird die Gans noch mit einer Mischung aus Orange und Honig bestrichen. Das karamellisiert dann ein klein bisschen vom Honig her. Stellen wir dann den Vogel rum und schneide hier nach hinten, möglichst weich. Und versucht dann erstmal einfach nur mit dem Messer. Und dann zeigt Armin Treusch noch, wie man eine Gans tranchiert. Zur Gans gibt es dann eine wundervolle hausgemachte Soße, Apfelrotkraut, Maronen und Kartoffelklöße. Für die Kartoffelklöße Pellkartoffeln durch den Wolf drehen und mit Mehl, Eiern, Stärke, Muskat, Butter und Salz verkneten. Das Salz, was man jetzt dazu tut, ist erstmal nur prophylaktisch. Und dann wird das Ganze vermischt.
Und das ist das, was man auch früher so ein bisschen als Fingerspitzengefühl bezeichnet. Das halt für Kloß oder für Klöße gibt es kein wirkliches Rezept. Man muss jetzt fühlen, wie sich die Masse entwickelt. Dann aus dem Teig nicht zu große Klöße formen und diese in Salzwasser kochen. Die Klöße werden kalt abgeschreckt und vor dem Anrichten in heißer, schaumiger Butter mit Semmelbröseln geschwenkt. Für die Klöße sind die Wirte im Odenwald berühmt. Auch hier im Gasthaus Goldener Löwe in Gütersbach kommen hausgemachte Kartoffelklöße auf den Tisch. Heute zu Ehren von Bastian und Tine. Außerdem Rotkraut und Rouladen. Die Rouladen. Mit dem Hauptdarsteller. Rinderrouladen, die wir heute gemacht haben. Hausgemacht. Guten Appetit. Die Rinderrouladen sind der ganze Stolz vom Löwenwirt und seiner Mutter. Ich schummel mich da jetzt mal direkt nach vorne. Meine hemmungslose Gier ist ja nur mittlerweile deutschlandweit bekannt. Bastian sagt, dass sie ihm nirgendwo so gut schmecken wie hier. Ja, und auch die Soße ist herrlich. Auch Armin Treusch ist für einen Sprung herübergekommen. Die Gastwirte besuchen sich im Odenwald gern gegenseitig. Da läuft dann schon gemischtes Wasser im Mund zusammen. Kartoffelklöße nach dem alten Familienrezept. Der Löwe ist schon in der 6. Familiengeneration. Wollen Sie nicht glauben? Das ist gut. Gerade für einen aus der Stadt wie Bastian ist diese Hausmannsküche absolut spitze. Die Portionen sind groß und von allem kann man mehrfach nehmen. Und immer wieder wird etwas aus der Küche nachgebracht. Wunderbar. So, ich bringe noch etwas Soße. Ja. Im Goldenen Löwen darf man gar nicht Nein sagen. Da wäre der Wirt in seiner Ehre gekränkt. Die Rinderrouladen mit den Klößen gibt es natürlich nicht nur an den Adventssonntagen, an jedem Weihnachtsfeiertag. Auch danach ist es für viele immer noch nicht genug. Nach getaner Arbeit darf sich dann die Seniorchefin auch mal an den Tisch zu den Gästen setzen. Genau, alle haben es schon immer gewusst. Ja. Gut gelungen. Ja, danke. Jetzt kann es Weihnachten werden, gell? Ja. Weihnachten sehr. Bastian und Tine sind hier im Löwen schon wie Freunde und haben inzwischen eine ganze Menge guter Rezepte verraten bekommen. Und sie dürfen sogar in die Küche. Der Wirt Jürgen Helm hat versprochen, dass sie der Mutter beim Kartoffelklöße machen zusehen dürfen. Mutter Marga hat das Rezept der Klöße von der Schwiegermutter übernommen. Die Kartoffeln sind am Tag davor gekocht, schält, dann durch die Maschine. Und jetzt kommt dazu Wegbröckelchen, Muskat, Majoran, Salz, Kartoffelmehl und Eier. Für die Menge mal 5 Eier, ganze Eier. Die Kartoffelklöße macht in der Küche im Goldenen Löwen meistens nur die Mutter. 5. Auf. Kartoffelmehl. Kartoffelmehl ist zum Binden der Kloßmasse. Stärkemehl nicht. Das. Und zum Schluss kommt der Grieß. Und dann werden alle Zutaten nur noch richtig gut miteinander vermengt. Mutter Marga hat schon unendlich viele Kartoffelklöße in ihrem Leben gemacht. Nach dem Teigmengen ein Blech bestreuen und dann Kartoffelklöße rollen. Da kommt man beim Zusehen gar nicht mit, so schnell geht das. Die gerollten Klöße kommen dann erst einmal auf das Blech. Hier werden sie alle gesammelt. Und immer wieder die Hände ins Wasser tauchen, denn der Teig klebt gern an. Und dann nur noch rollen, rollen, rollen. Alles mit Liebe gemacht, sagt Mutter Marga. Inzwischen einen Topf voll Salzwasser kochen. Das Wasser ist hart, kannst du die Gläser noch schmeißen. Und ins heiße Wasser die Klöße nacheinander hineingeben. Und die Größe, du musst immer 13 Klöße. 13 Klöße. Die Topfgröße.
Im heißen Wasser müssen die Klöße nun gar ziehen. Stunden ist schon im heißen Wasser ziehen. Ja. Und früher, jetzt als ein kleiner Bub war, gab es da auch viel Klöße? Ja, die Oma hat schon gemacht. Die Schwiegermutter. Aber du habe ich sie gar nicht gern gegessen. Nee? Aber jetzt esse ich sie gern. Also von der Mutter hast du viel gelernt, oder? Ja, was auch. Alles? Auch mal, es gibt Sachen, wo man viel Kind nicht so gern gegessen hat und dann später isst man es gern. Ja. Schöne muss auch dieses hausmannsmäßige Kochen, was bei uns ja eigentlich sehr beliebt ist. Nichts großartig mediterran oder sowas, sondern richtig orwellerisch. Alles von der Mutter, ne? Erbsensuppe, Linsensuppe. Und von der Oma. Erbsensuppe, Linsensuppe, Bohnensuppe und was so alles ist. Mhm. Bohneneintopf, Salzbohnen, Erdrübe, Sauerkraut, Rotkraut. Das Rotkraut für die Weihnachtsrouladen ist auch nach Omas Rezept. Mit Gänseschmalz, Lorbeerblatt, Nelken, Essig und Apfelstücken. Wir machen jetzt unser schönes Rotkraut. Und dafür mache ich den Gänseschmalz heiß. Das machen wir auch selber, ja. In der Weihnachtszeit bei den Gänsen. Fragen wir das Gänseschmalz ab, füllen es in Gläser ab und nehmen es dann als zum Anbraten. Und im Gänseschmalz brät Jürgen Helm dann die Zwiebeln und das geschnittene Rotkraut. Dann kommt das Rotkraut rein dazu. Wenn beides angedämpft ist, kommen die Apfelstücke dazu. Und die Äpfel. Ich finde, je säuerlicher ein Apfel ist, desto besser ist es für das Rotkraut. Jetzt rühren wir erst einmal alles ganz gut rum. Inzwischen richtet die Mutter schon den Zucker. Jetzt tun wir Zucker rein. Nicht zu knapp, weil da noch der Essig reinkommt, dann wird es ziemlich säuerlich. Und ich tue immer noch eine Tasse Reis rein. Warum? Das wird dann schön cremig und geschmeidig. Und füll's dann auf mit Essig und Fleischbrühe. Erst einmal der Essig. Immer wieder rumrühren. Was nimmst du da für Essig? Normale Tafelessig. Mhm. Und dann die Fleischbrühe. Natürlich auch in der Küche selbst gemacht, wie alles hier. Oder halt auch Gemüsebrühe. Jetzt machen wir Gewürzsäckchen. Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Nelke, Pfefferkörner. Alles in ein Tuch rein. Schlage das Tuch ein. Nehme mir Sache Waschkottel. Und binde das halt irgendwie zu. Das wird mitten rein versteckt. Schön in die Mitte platzieren. Und wenn es dann fertig ist, tut man es gerade raus. Und dann den Topf zu decken. Und mach einen Deckel drauf. Dreiviertel Stunde. Okay. Inzwischen sind noch mehr Zuschauer in die Küche gekommen. Denn jetzt verrät Jürgen das Rezept für die Rouladen. Auch. Für die Rouladen brauchen wir Senf. Und dann habe ich da geräucherten Paprika. Und Zwiebeln, Speck, Karotten und Gurken. Und was für ein Fleisch nimmt man? Rindfleisch von der Oberschale. Und natürlich braucht man Rouladennadeln, um die Rouladen nachher gut zu fixieren. So, wir fangen also mit dem Senf an, auf die Rouladen. Der Senf, das sind zwei verschiedene Sorten. Einmal normaler Tafelsenf und einmal ein grobkörniger Senf. Wir verstreichen jetzt den Senf auf die Rouladen. Einigermaßen gleichmäßig. Und wo ist denn das Rezept her? Das Rezept ist von uns. Mir, meiner Mutter, meiner Oma. Also richtig ein Erbstück? Richtig ein Erbstück. Das ist schön, ne? Rezepte zu erben. Das sind die besten. Ja. Jetzt streue ich den geräucherten Paprika leicht über die Rouladen. Warum nimmt man den geräucherten Paprika? Das ist alles Geschmackssache. Das mache ich und es gibt halt eine leichte geräucherte Note, was mir persönlich sehr gut schmeckt. So. Jetzt Zwiebelringe und dann soll Bastian helfen. Bastian, kommst du mal kurz bitte? Ah ja, logisch. Klar. Wir brauchen jetzt noch den Speck für die Roulade. Oh, okay. Das kannst du besonders gut schneiden, glaube ich.
Und das ist nett bei so einem Landurlaub. Man hilft sogar dem Wirt in der Küche, oder? Ja, das ist erstaunlich. Ne? Das ist, kann ich mir jetzt in der Großküche irgendwo anonym kaum vorstellen. Aber im Odenwald geht das. Klar. Das darf ja auch nicht jeder. Das glaube ich. So, Bastian, jetzt tust du auf jede Roulade drei Stückchen Speck legen. Drei Stück oben drauf, ja. So. Gerade so, ich zeige dir das erst jetzt mal. Zeig mir das mal, genau. Nehmen wir die drei Stückchen, lege sie gerade so drauf. Okay. Und ich lege dann die Karotten drauf. Ach, das sieht und dann schön zum aus. Schluss kommen noch drei Stückchen Gurke. Okay. Das ist eine Marotte von mir, weil überall, finde ich, müssen drei Stücke drin sein. Und ja, wenn es nicht so ist, wird nur eine Gurke nachgeschnitten, ja, wenn super ein Stück fehlt. Okay. Ist eine Überraschung. Klappt gut mit den Rouladen. Und nun erstmal Fototermin mit Tine. So eine Gemeinschaftsarbeit muss festgehalten werden. Da machen wir jetzt ein Bild. Von den Rouladen und uns natürlich. Ja. Rouladen und Menschen. Jetzt aber weiter mit der Küchenarbeit. Jetzt wickeln wir die Rouladen zusammen und fixieren sie dann mit unseren Rouladennadeln. So, jetzt wickeln wir die Rouladen. Einmal einschlagen. Bisschen leicht am Rand umklappen. Und jetzt als Rolle. So. Mhm. Rouladennadel rein, durchstechen. Der Profi kann's eben. Und von der anderen Seite wieder genauso. Ist ja Handarbeit. Und nun geht's weiter am Herd. Der Bräter ist jetzt heiß. Dann füllen wir unser Pflanzenfett rein. Jetzt in das heiße Fett unsere Rinderrouladen. Braten wir richtig schön an. Natürlich wird auch gleich gewürzt mit Salz und viel Pfeffer. Wenn sie gut angebraten sind, drehen wir sie rum. Die Rouladen müssen auf beiden Seiten braun gebraten sein. Aber dann werden sie erst einmal aus dem Bräter herausgenommen, denn jetzt kommt der Fond. Jetzt kommt das Röstgemüse rein. Sellerie, Karotten, Lauch, Zwiebeln. Alles frische Zutaten. Und braten es gut an. Ich lösche jetzt ab mit Rotwein. Jetzt kommt Tomatenmark dazu. Das gibt Geschmack und die braune Farbe. Braten doch ein wenig auf. Und lösche mit dem restlichen Rotwein ab. Jetzt kommen die Knochen. Bringt sehr viel Geschmack. Alles für die gute Soße. So selbstgemachte Soßen macht ihr immer, ne? Ihr nehmt nichts Fertiges, oder? Nein, nein. Bring mal sie mal bitte. Bastian bringt die hausgemachte Fleischbrühe herüber. Sehr schön. So, stell sie gerade mal her und fülle auf. Okay. Nun muss das Ganze nur noch weiter köcheln. Das sieht gut aus. Da kommen jetzt die Rouladen rein und die werden geschmort in der Brühe. Nach Gefühl, ja? Nach Gefühl. Jetzt kommen die Roulade rein. Und bleibe dann, wenn es aufgekocht hat, mindestens eine Stunde in der Soße zum Schmoren. Jetzt habe ich den schweren Deckel für den Bräter und lege ihn einfach drauf. So. Was ist mit dem Griff passiert? Ach, der Deckel ist immer runtergefallen. Okay. Aber er funktioniert auch ohne Griff. Wie lange habt ihr denn euer gutes Stück schon? Ach, ich glaube, mindestens schon 60 Jahre. Das ist ein Familienbesitz, ja. Ja, oder? Schön. Da ist schon viel Roulade drin gemacht. Ja, es brennt auch nichts an in den alten Töpfen oder Brädern. Mhm. Richtig schweres Gusseisen. Und wie lange braucht es jetzt? Gut eine Stunde, bis die schon drin bleiben, die Rouladen. Und nach der Stunde? So, die Roulade sind jetzt fertig. Und jetzt tun wir sie aus der Soße raus.
Nur einen. So. Und schneide sie auf, dass man sieht, wie es innen drin aussieht. So. Eine Füllung wie gemalt. Perfekt. Hm? Lecker. Richte sie auf dem Teller an. So. Etwas Rotkraut. Und natürlich ein wunderbarer hausgemachter Kartoffelkloß. Kartoffelkloß. Dazu die hausgemachte Rouladensoße aus dem Schmortopf. Und die Soße. So, und die Zwiebel, klein gehackt. Auch in Schmalz angebraten und Butter. Und die kommen dann auf die Klöße. Zwiebeln in Butter und Schmalz gedämpft. Passt doch als Weihnachtsessen. Abgeschmelzt mit gerösteten Zwiebeln. Ja, wir machen normalerweise Schmorgerichte. Ich meine, jetzt lernt man das ja so schön. Ne? Jetzt können wir mal gucken, wie man auch Rouladen macht. Aber ansonsten irgendwas, was gemütlich vor sich hinschmoren kann. Denn Weihnachten möchte man ja jetzt nicht so Sterneküche imitieren, was ja meistens eh schief geht. Was alleine kocht halt. Genau, was alleine kocht. Man kann quatschen, man kann Geschenke austauschen und Spaß haben. Und irgendwann kommt der Topf auf den Tisch und dann ist gut. Ja. Und das sind Rouladen ja eigentlich eine gute Idee. Man findet die Rouladen auch ganz selten auf der Speisekarte von anderen Gaststätten. Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist das Wickeln zu schwierig oder weiß es nicht. Ich weiß es, es ist tatsächlich zu mühselig. Es ist ein Gericht, wo Convenience im Grunde kaum angewandt werden kann. Also man hat jetzt nichts, was man wirklich vorfertigen kann. Klar, man könnte jetzt den Braten vorne noch irgendwie so gestalten. Ne? Aber im Grunde ist das eine Sache, die wirklich mühselig ist. Und es ist ja ganz logisch, weil Rouladis, das kann ich nicht daheim für ein, zwei Personen machen. Da muss ich wirklich einen großen Topf haben, sonst schmeckt das auch überhaupt nicht. Und wer macht daheim für eine Person Roulade? Das geht einfach gar nicht. Deshalb ist es schade, dass es eigentlich, weil alle Leute, die hierher kommen, ich esse Roulade, das mache ich daheim nie. Ja, das ist einfach so. Und damit keiner hungrig nach Hause geht, hat Jürgen Helm noch einen adventlichen Nachtisch gemacht. Oh. Es gibt da noch einen kleinen Nachtisch. Einen Bratapfel mit Weinschaumsoße. Wo eine Roulade hinpasst, ist auch noch Platz für einen Bratapfel. Das schmeckt auch so hungrig. Das habe ich befürchtet. So. Gefüllt mit Nüssen und kandiertem Ingwer. Aber die Äpfel sind auch gut gefüllt. Und weil Gütersbach so klein ist, dass sich wirklich alles rumspricht, sind auch Peter und Grit schnell herübergekommen in den goldenen Löwen. Ich glaube, da hätte ich gerne mal Werkzeug. Das Rezept vom Bratapfel lassen sich Peter und Bastian als Hobbyköche gleich verraten. Wäre doch nicht schlecht. Bratapfel zu Weihnachten. Gastwirt Jürgen hat die Zutaten in der Küche noch aufgestellt. Da kann man dann gleich mal schauen und muss es sich nur noch merken. Also Äpfel entkernen und dann zerbröselten Lebkuchen mischen mit in Amaretto oder Rum eingeweichten Rosinen, zermahlenen Haselnüssen und Walnüssen, kandiertem Ingwer und Odenwälder Waldhonig. Und natürlich Butterflöckchen. Danach braucht Bastian dann nur noch gemütlich heimrollen nach Frankfurt. Ins Fitnessstudio. Mm-hmm.